wenn ich im Sonnenuntergang zu sehen bin und es ist noch kein Schirm zu sehen, dann, was bedeutet das? Dann bin ich nicht auf Karpfen. Richtig. Dann bin ich auf Aal. Gucken wir mal. Etwas breiterer Kanal. Auch oft von euch gefragt, mit Steinpackung. Nicht zu sehen hier, aber hat eine breite Steinpackung. Dann gucken wir mal, ob wir ein paar Aale fangen können heute Abend. Moni ist schon ganz heiß. Jetzt steht sie, geht in deine Richtung, jetzt zieht sie wieder Richtung Baum. In der Höhe des Baumes so. Oh, ich muss die Brille holen. Ich glaube, dass man nicht anschlagen soll. Jetzt liegt sie, jetzt geht sie weiter. Jetzt ist sie wieder untergegangen. Jetzt ist sie weg. Man soll ja mal auf seine Frau hören, wenn man selber die Pose nicht mehr sieht ohne Brille, ne? Ungefragliche Pose sie hier. Jetzt dreht sie um. Jetzt dreht sie wieder. Sieht mir schon nach Aal aus, was so beißt. Aber was hat er eingestellt, dass die Pose liegt dauerhaft? Und das so lange nicht das Blei hochheben. Aber jetzt zieht er nach rechts. Ja, er zieht. Er zieht, zieht. Zieht. Das sieht mir nicht nach Aal aus, sondern eher nach einer Güster. Güster in Reinkultur, sieht man nicht so oft. Kein Rüsselmaul, Riesenauge, kürzer, bulliger, hochrückiger, rote Flossen. Klarer geht's nicht. Jo, der erste Aal. Und der kann sich auch schon sehen lassen. Aber man sieht, warum ich hier schon so viele Fehlbisse hatte. Der hängt mir gerade in der Unterlippe. Ne? Wenn die Aale so zickig beißen und so knapp hängen, kneife ich den Taubwurm recht kurz ab. Jetzt sind dann ja auf die Spitze mit so einem kleinen Rotwurm drauf. Und ein bisschen Geruch, ne? Dazu habe ich meine Hände noch ein bisschen mit so einem Lockstoff eingeschmiert, dass ich bei jedem Wurm, den ich draufziehe, noch ein bisschen Duft mit dran habe, ne? Aber welcher Lockstoff das ist, das verrate ich euch nicht. Edge, alles kann ich auch nicht verraten. Ganz eben hat er nur gewippt. Die Aale laufen jedenfalls. Das tun sie. Ja, sie laufen. Ja, nicht ganz gut. Okay. Ja, ja, ja. Das ist nicht wie beim Karpfenangeln, ne? Wenn es piept, anschlagen. Beim Aalangeln mit freier Leine und Delkim muss man natürlich immer ein bisschen Geduld haben, ne? Ist immer schwierig, ne? Man weiß nicht, in welche Richtung der zieht. Aber der Vorteil ist halt null Widerstand für den Aal. Jo, das ist bisher der Beste. Sauber. Schöner Aal. Ja, ne? Ja, der kann sich sehen lassen. Da wird mal ein bisschen noch von Monis Aal unterbrochen, ne? Aber der Biss bei Moni, der war auch dermaßen heftig. Mit dem schönen Balzerlicht oben dran, die Ruhspitze, die bog sich bis ins Schilf. Und ich glaube, hier ist eher irgendwie so ein Schniepel dabei gewesen, oder eine Brasse oder so. Hängt jedenfalls nichts. Was ist denn los? Wurm ist noch einwandfrei. Echt verrückt. Was sind das denn hier? Krabben? Oh, das gibt es nicht, Mensch. Was ist denn los? Zieht richtig gut ab und hängt nicht. Das ist das Kreuz mit den Aalen, ne?
heute ist echt merkwürdig. Erst hängen sie alle und dann hängt überhaupt keiner mehr. Ja gut, da hilft nur eins. Kleinerer Haken, Würmer ein bisschen abknipsen vielleicht. Was weiß ich, also Kinkerlitzchen, keine wirklichen Tipps, ne? Kann man keinen Tipp geben, ein bisschen rumprobieren. Manchmal dauert es eine Stunde, dann beißen sie wieder voll durch. Das erklärt natürlich einiges, ne? Wenn da solche Schniepel dabei sind, ne? Der Tipp der Spezialisten auch von der EU von Brüssel lautet, wenn die Tierchen geschluckt haben, abschneiden, reinwerfen. Das ist die beste Methode mit der geringsten Mortalität. Aber, hepp, der hing nur ganz knapp in der Unterlippe, wie der andere auch. Das ist natürlich ein Vorteil, ne? Endlich einer auf Grund auf freie Leine. Wird ja auch Zeit. Oh, so ein schöner, ne? Die Nacht beginnt sich zu entwickeln. Abhaut. Hört sich gut an. Oder ist noch kleiner? Mach so ein Theater. Oh ja. Der hörte sich vom Geräusch her wirklich besser an. Aber die Aale wollen heute. Jo. Das wird auch mal wieder Zeit, finde ich. Ja, alles ein Einheitsbrei, ne? Mehr oder weniger. Ja. Noch ein schöner. Jo. Super. Ich gut sehen, wie er in die Route ging, ne? Ja, er hat richtig volles Rohr in die Spitze gehauen. War wieder knapp, der Haken hängt ganz außen. Ja. Noch ein Schniepel. Jo. Boah, wie ich das hasse mit dem blöden Knicklichtposen. Wenn man sich nicht ganz sicher ist mit dem Biss, ne? Irgendwann fängt die an, sich zu bewegen. Ob sie sich nur bewegt oder nicht. Ah. Wieder ein Schniepel. Aber nun, zum Glück hängen sie alle knapp. Da kann man sie auch gut zurücksetzen, ne? Ich habe vor einigen Monaten mal gefragt, nicht, wie es bei euch ist mit den Aalen. Fangen nur noch große? Manchmal entsteht so der Eindruck, dass man nur noch große fängt. Oder ob noch kleine dabei sind. Nicht? Aber das hier ist immer ein Anlass zur Freude. Nicht? Vor allem, wenn man weiß, dass nicht groß besetzt worden ist, dann sind das natürlich aufgestiegene Aale. Es gibt so kleine Lichtblicke am Glasaalhimmel. Naja, warten wir es mal ab, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt bei all dem, was so getan wird, um die Gewässer ein bisschen aalfreundlicher zu gestalten. Ganz wichtig, dass man nicht rumoperiert beim Aal, wie man es beim Hecht machen würde, ne? Sondern die Vorschrift lautet, wenn er zu klein ist, einfach abschneiden. Nicht? Die werden erfahrungsgemäß die Haken recht gut los, die Mortalität ist recht gering bei Aalen. Aber schön, nicht? Das ist ein toller Aal. Insofern, das ist halt wahrscheinlich ein selbstständig aufgestiegener ist. Aale können bis zu 24 Stunden an der Luft bleiben, wenn sie nass sind. Darum jetzt nicht meckern, wenn ich den hier ein paar Sekunden halte, aber jetzt darf der Gute wieder auf die Reise. So, ich habe leider restlos den Überblick verloren, wie viel wir jetzt gefangen haben. Und Aale im Eimer zu zählen, macht auch nicht wirklich Sinn. Und ich würde mir jetzt nicht nochmal die Hände völlig schleimig machen. Aber ich schätze mal so, dass wir jetzt so 10 gute Aale haben, 5 zurückgeschmissen haben. Holly hat auch noch 4 schöne da schwimmen, hat auch noch 4 oder 5 zurückgeworfen. Im Klartext, wir hatten zu dritt 20 Aale. Das erlebst du heute auch nicht mehr jeden Tag, ne? Das war mal ein richtig guter Tag. Und jetzt, machen wir es noch ganz anständig, jetzt teilen wir noch. Beziehungsweise Holly ist der Räucheraal-Fan, da gehen die Dicken an Holly. Und dann kriege ich für einen Dicken 2 von den etwas kleineren. Weil wir nämlich lieber Brateil mögen. So, in diesem Sinne, mach's gut. Bis zum nächsten Mätzchen. Der hier, Holly? Mhm. Mhm. Willst du das Vorfach mithaben? Entzückend, oder? Die Kanada-Gänse haben Nachwuchs. Nee, ich will nicht lange rumschwafeln, sondern mich nur verabschieden für dieses Mätzchen.
ihr habt vielleicht keinen Bock auf Räucheraal und auch nicht auf Brataal, sondern auf Gänsebraten. Nein, kleiner Scherz. Dann verweise ich mal auf das nächste Fisch- und Fangheft, auf die August-Ausgabe 2018. Dem liegt nämlich ein 24. Sonderheft bei: Grillen. Die leckersten Fischrezepte auf dem Grill. Der Lieblingsbeschäftigung der Deutschen. Guten Appetit. Vielleicht gleich mal über ein Abo nachdenken, oder? Und ich renne jetzt noch ein bisschen hinter den Kanadagänsen her. Thank you.